Ja, während ihr im Hintergrund bereits die Versuche seht, auf Rang 35 zu kommen, Spoiler, es hat nicht geklappt und ich dachte mir einfach mal, ich mache dieses Video, um meine Erfahrungen mit dem Rang 35 Push euch näher zu bringen. Das Ganze habe ich dann erstmal für mich in 4 verschiedene Aspekte gegliedert und die zähle ich euch jetzt einfach mal auf. Kommen wir zum ersten Grund, warum das Ganze nicht geklappt hat, nämlich die Maps. Wie ihr im Hintergrund seht, ist das eine extrem schlechte Map, um Brawler wie Crow zu pushen, weil man meistens gesnitcht wird, wie ich es gerade mit diesem Crow gemacht habe, was mir auch sehr oft passiert ist, oder man wird eben im Nahkampf angegriffen. Das sind natürlich einfach Sachen, die sofort für Minus sorgen. Und bei Stichwort Minus kommen wir direkt zu Aspekt Nummer 2, nämlich der Trophäenverteilung. Ich werde euch jetzt einfach mal aufzählen oder anhand von ein paar Screenshots zeigen, wie das aussieht. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich zu sehr unmenschlichen Verhältnissen pushen werde. Aber was da passiert ist, das war tatsächlich einfach nur noch jenseits von Gut und Böse. Und nach diesen extrem grausamen Verhältnissen kommen wir auch direkt zu Grund Nummer 3, warum das Ganze nicht besonders von Erfolg gekrönt war. Und zwar waren das die Gegner. Während ich in den ersten Tagen des Moduses noch extrem gut durchgekommen bin, die Gegner waren alle recht entspannt, einfach und das lag nicht mal an der Trophäenhöhe. Ich habe auch gegen Leute gespielt, die hunderte von Pokalen über mir waren. Die haben einfach dazugelernt. Die sind einfach klüger geworden, ich kann es euch nicht sagen. Ich bin sehr oft outteamt worden, ihr seht im Hintergrund, erster plus 6, rockt richtig. Und das war auch noch unter 1100. Und natürlich hier jetzt auch nochmal im Brawl TV hunderte von Zuschauern, die einem zugeguckt haben, haben natürlich auch nochmal richtig dafür gesorgt, dass man Spaß hatte im Leben. Also ja. Wie ihr auch wieder sehen könnt, die Map ist eine vollkommene Katastrophe und es war nicht einmal der Geistermodus. Der Geistermodus war auch Hauptgrund für sehr viele Trophäen im Minus. Es hat gereicht, dass man einmal abgeschossen wurde und zwar direkt die komplette Runde dahin. Ich habe mehrfach kurz vor Rang 33 gestanden, das werde ich auch später nochmal für euch einblenden. Es gab einige krasse Momente, die habe ich auch alle aufgenommen, die seht ihr auch gerade. Aber ansonsten war das Ganze eine sehr erfolglose Angelegenheit. Ich habe jetzt nochmal heute den Tag Zeit, um Rang 35 zu erreichen, beziehungsweise ich hätte, warum ich jetzt den Konjunktiv verwende, kann ich euch ganz einfach sagen, ich habe einfach keine Lust mehr und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Sinn mehr darin, diesen Brawler zu pushen. Ich glaube, ich werde nochmal mit Pam oder Shelly, irgendeinem Brawler, der mir liegt, nochmal im normalen Solo das Ganze versuchen, aber ich habe einfach gemerkt, mit Crow sind die Trophäenverhältnisse viel zu schlecht, um auf solch negativen Maps, sage ich jetzt einfach mal, also einfach nicht gut genug geeignet dafür, Wirbelhöhle, irgendwelche Maps, auf denen man auf den Dötz bekommen hat, es ging einfach nicht. Es ist einfach nicht vorangegangen und damit komme ich auch zum vierten und letzten Punkt dieses Videos und warum das Ganze nicht geklappt hat, nämlich Aspekt Nummer 4. Das Matchmaking. Ihr seht gerade im Hintergrund, die meisten der Gegner waren auf extrem hohen Pokalleveln. Einer hat aus irgendeinem Grund auch schon diesen Mortis-Skin gehabt, obwohl man den noch gar nicht hätte kaufen können zu dem Zeitpunkt. Inspiriert für diesen ganzen Crow war ich, Push war ich von dem Spieler, den ihr hier gerade im Hintergrund seht. Der ist auch komplett gedroppt, obwohl er jetzt im Nachhinein tatsächlich noch Rang 35 gemeistert hat. Das gönne ich ihm natürlich auch von Herzen. Aber ich habe für mich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass Duo nicht unbedingt, Duo ist auch noch sehr, sehr schwierig, weil man teilweise von mehreren Duos angegriffen wird und man hat halt einfach überhaupt keine Chance mehr, wenn man dann einfach ein 2 gegen 6 oder sogar 2 gegen 8 spielen muss. Aber in 3 vs 3 wird es einfach sichtlich einfacher, habe ich das Gefühl. Vielleicht trügt das auch einfach und ich werde da nochmal eine Erkenntnis machen, wenn ich da hingekommen bin. Für mich hat der Push allerdings nicht gezeigt, dass ich zu schlecht bin, sondern dass ich einfach erstens zu unerfahren war auf der Höhe und dass der Modus eine extrem
extrem schlechte Idee war. Außerdem zu Solo, wie stellt man sich das denn vor? Ohne Gegner, die auf 500, 400 oder 300 irgendwie auf Rang 18 sind, wie soll man denn dann Rang 32 machen? Wenn man auf dem 6. minus 6 kriegt und das erste, worauf du Plus kriegst, Platz 3 mit einem Pokal ist, wie soll das denn dann funktionieren, wenn die Gegner gleich hoch sind? Dann ist das Trophäenverhältnis ja so schlecht, dass am Ende mehr Leute mit Minus rausgehen als mit Plus. Und das war dann letztendlich auch der Hauptgrund. Ich habe zwar überdurchschnittlich viel gewonnen, ich würde sagen, ich habe jede dritte oder vierte Runde vielleicht Minus gemacht, aber das war einfach zu viel für die Höhe. Das hat einfach nicht hingehauen in dem Sinne. Dennoch kann ich euch nochmal nahelegen, vielleicht, falls ihr Bock habt, keine Ahnung, falls ihr mit Crow Erfahrungen habt, da einfach mal erstens natürlich ein Like auf dieses Video dazu lassen, und zweitens vielleicht selber mal Crow auszuprobieren und eure eigenen Erfahrungen damit zu machen. Einfach, damit ich jetzt vielleicht auch für mich einfach ein besseres Gefühl kriege. Ich habe sehr, sehr viele andere Crow-Spieler gesehen. Die meisten sind ähnlich wie ich auf Rang 32 stuck gewesen. Einige haben es auch auf 33 geschafft. Und der eine, den ich euch eben gesagt habe, der hat tatsächlich auch noch die 35 geschafft. Aber ansonsten war es für die meisten anderen auch eher geprägt von Niederlagen. Ich bin, was Brawl Stars angeht, jetzt erstmal raus und warte auf irgendeine Map, die mir eher zusagt als das hier. Da habe ich mich, glaube ich, einfach überschätzt. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, die Trophäenverhältnisse, die Gegner, das Matchmaking, worüber ich auch noch reden wollte, dass ich da teilweise 5 bis 10 Minuten in den Runden saß. Das, ja. Ich habe in den ersten Runden des Matchmakings dann auch einfach da gesessen, habe mir gedacht, yo, okay, ich mache es jetzt einfach so, dass ich YouTube gucke oder sowas, während das Matchmaking lädt, dass das eher 5 bis 10 Minuten waren zwischen den Runden. Was soll ich sonst machen? Soll ich 5 bis 10 Minuten auf diesen sich drehenden Brawl Stars Kreis gucken und warten, bis sich da jetzt die Runde füllt, oder das hat halt einfach keine Zukunft gehabt. Und nach diesen 10 Minuten war ich halt auch einfach so raus. Ich war überhaupt nicht mehr vorbereitet, irgendwas hinzukriegen. Aber irgendwie hat das Matchmaking auch gegen mich gearbeitet. Ihr seht im Hintergrund gerade eben, einer war auf 300, einer war auf 400. Ich spiele ununterbrochen weiter. Auf einmal sind alle wieder auf 800 und 900. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben.